Lohnmonat gehen. But now a new threat has appeared. Heavily armed. Highly trained. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert, ob's, oder ob es mich wieder rauskickt. Nach dem ersten Part. Black Tusk are going after the Shade Node. If they get to it, just get in there and stop them. Eine Bravo-Meldung. Bravo, Thiago. Aber das ist so satisfying. Typen vom Seil runterschießen, das ist einfach fun. Nope. I said. Ja. That we still have the stagger effect. Wäre doch langweilig. Come on, picky picky. Tango, backup! Agent in need of backup. Can't see anything from here! Then change position, so I can see you as well. My boy. Incoming backup request. UAVs are up. Bye bye. Ah, ich hab jetzt, sorry. Ich dachte, ich hätte den Grenade Launcher. Agent,
Requesting backup. Agent in need of backup. Hit the target. Dann lad doch wieder, du. Incoming backup request. Dann lade doch einfach wieder. I'm seeing multiple black top units around the site. Looks like they're heading inside. Bessere gekriegt. Prezi, ja. Schack, eine Elite. Ja. Krass, 20%. Nie schlecht. Magazine, Feuerrate, Stabi, Nachladetempo. Stabi, Breitze, Schatten, kritische Schatten. Stabi Prezi, Schaden gegen Elite, Stabi optimale Reichweite. So. Black Tusker going after the Shade Node. If they get to it, just get in there and stop them. Zumindest wieder eine Spezi-Muni. Macht ja schon auch was aus. Wenn ich die Waffe nicht so sehr mag. Aber die Gegner von Zeit schießen, das macht richtig Bock. Picky. Take notice.
still active. My deck is wrong. Das ist nicht wrong. Ihr könnt rauskommen. Agent in need of backup. Ja, Mann. Normalerweise gab es jetzt immer den Absturz. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal klappt. Warning. Unauthorized network access detected. Damn, they've already reached the shade node. Das ist doch ein cooler Spot. Wenn man hier stehen bleibt mit den Schmetterlingen. Libellen.
So. Muni. Dann wieder mit ein paar Typen vom Seil schießen. Das macht einfach Laune. Oh nee, Medic. Incoming backup request. Würde ich zum Beispiel auch gern können. Abliegen oder hinlegen. Agent in need of backup. Avoid the bullets. Dürfte die erste Welle gewesen sein. Wieder einen vom Seil schießen. Immer nach vorn. Es ist zu wenig Rückzugsmöglichkeiten von da vorne. Ist da einiges besser. Agent in need of backup. Down. Dachte, der rennt weiter. Come on, boys. Incoming backup request. Love for us, love. Deploying UAVs. Ist aber nicht noch ein Medideale wiederbelebt, oder? Nee, war glaube ich die Drohne vom Sniper. Jo. War die Drohne vom Sniper. Your
Oh, was vergessen? Beinahe vergessen den Bart. Garage. Agent in need of backup. Die Zahl ist normalerweise auch nicht allzu schwer, weil es sehr gute Deckung gibt hier drin. Agent requesting backup. Got one. Das ist ein oh. Da wäre es, glaube ich, sogar. Der gelbe weg? Nee, da ist er noch. Den lohnt sich doch sogar eine extra Kugel auszugeben. Und nicht mal One-Shot, das ist so peinlich. Nicht mal One-Shot. Sniper finde ich absolut zu schwach. Suchen wir einen gleich direkt zu Beginn wegzukriegen. Das Aim ist so schwierig mit dem Teil auf Konsole, mit Controller, finde ich. Was? Das war ein Headshot und nicht mal One-Shot. Immer das Schwierigste. Mit Demolition ist um einiges einfacher. Die zwei Typen hier zu killen. Keine Granaten mehr. I'll get it working.
ist so peinlich, der Damage. Auf die sowieso. Armor's almost gone! Shade database. This will be stopped in time. Hate to interrupt, but there's another helicopter inbound. Looks like Black Tusk reinforcements. Rasi, hi. Findet den Sniper am stärksten von den drei? Nee, ehrlich. Finde ich ehrlich gesagt einen der Schwächeren, ich persönlich. Man bekommt wenig Hilfe beim eben als beim ersten Teil. Ja, das stimmt. Vor allem, ich meine, das Strange. And hi, Carol. Happy to have you here. What do you think of the Seekers? The Seekers are... Yeah, depends if PvE or PvE. PvP or PvE. I think the Seekers in PvP, at the moment, they're fucking OP, to be honest. And in PvE, they're... Yeah, blah, blah, blah. I don't know what I should say. Because, I mean, we don't have the cluster mines at the moment. But in PvP, they are really OP. With the builds on level 10 in the Dark Zone, in my opinion. But we will see. I mean, the builds are not optimized for skill power at the moment. I mean, the agents as well, so it's hard to say at the moment. But yeah, for PvE, meh, I don't know. I wait until we have the cluster seekers. And when we have the cluster seekers, then I think I can say more about this. I would like to get the healer first. Und Rasi, im Moment finde ich den Sniper und Zerstörer am besten. Ja, Zerstörer, der ist absolut Hammer. Zerstörer, der ist wirklich genial, wie ich finde. Der macht auch ordentlich Damage. Aber... Wie gesagt, der Sniper... Wow, das war glaube ich ein Durchschuss. Die Sniper jetzt, die bin ich ehrlich gesagt, war das das Set, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Oder die Spezialisierung. Aber im Moment bin ich davon fast am meisten enttäuscht. Weil der Damage einfach so low ist. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, von mir aus gesehen, die Purple immer One-Shot. Immer. Und die Bosse vielleicht Two-Shot, müsste es sein. Aber eben auf Konsole. Ich meine, auf PC geht es ja wahrscheinlich noch, aber auf Konsole das Aimen. Da, nicht mal One-Shot. Finde ich einfach viel zu schwach, ehrlich gesagt. Wirklich einfach zu schwach. Verglichen mit der normalen Sniper. Und da mit dem Aimen, ich finde irgendwie, die Sniper geht so viel besser zum Aimen, weil es einfach verglichen mit der anderen Sniper, ist die Sensitivität einfach zu hoch und ich glaube, die kannst du nicht mal tiefer stellen. Agent in need of backup. Und auf PC mag das gut funktionieren mit dem Aimen, absolut. Aber eben auf Konsole, naja. Ich da nicht restlos überzeugt im Moment. Mein Snipen finde ich cool generell, macht mir Spaß, aber jetzt siehst du, ist doch ein Purple und der Damage ist nicht viel tiefer als der von der Spezialisierung. Das finde ich etwas beschämend. I haven't tried them in PvP, that might help me lol. Yeah. It could be. It could be. I mean, I got one shot really often the last couple days, and I one shot as well some other players. So if you have quite a lot of skill power on your build and seeker damage or seeker mine skill power, there's kind of like this as well. Then this is really really strong. I mean, you're so squishy in the DC. That makes it pretty easy to one-shot the guys. I have to try it in skirmish once, but I guess it could work pretty well too. Yeah, but if they leave it like it is at the moment, I think at least at the beginning of the division, they will be OP in PvP. And I mean, it's pretty hard anyway to incoming backup request.
balance the PvM PvP part. Especially if you can use the specializations as well. Grenade launcher. I guess the grenade launcher will be the most used specialization in PvP. Because it's freaking annoying, I would say. And yeah, the damage is really insane. And for PvE, definitely, by far the best specialization in my opinion. Festivals, guten Abend auch dir. Hoffe alles klar bei dir. Und du hattest einen schönen Samstag soweit. Oh, no. Gott. Der rennt an mir vorbei. Der kleine Köter. Solo, normal oder schon auf schwer? Es ist Solo auf schwer, Pistols. Agent requesting backup. Solo auf schwer. Ne, normal habe ich schon durch. Schwer habe ich auch schon gemacht. Schwer auch schon durch mal. Jetzt mit dem Bild. Leider hatte ich immer Issues. Sprich, wenn ich mit Sniper gespielt habe, dann konnte ich den ersten Teil machen. Dann hat es mir die Anwendung geschlossen, weil ich einen Fehler gekriegt habe. Jedes Mal. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich es einigermaßen spielen kann. Bis hierher. Ohne Fehler. Von dem her schon mal nicht so schlecht. System malfunctioning. Aber schon ein ziemlicher Unterschied, ob du Solo spielst oder in der Gruppe. Ich meine, das ist ja jetzt schon der Fall, aber in der Gruppe sind das so Bullet Sponges, das ist unglaublich. Nicht mehr schön. Definitiv nicht mehr schön. Ich meine, ich habe sehr gerne Herausforderungen und alles, aber... Wenn du dann irgendwie 4, 5, 6 Magazine brauchst, um einen Down zu kriegen, dann... Klar, ist jetzt noch nicht das Endspiel. Also ist schon das Endspiel, aber nicht. Vollendete Builds, sag ich mal. Cool, hab's auf normal Solo gemacht, war schon knackig. Ja. Ja, ist teilweise halt vergleichbar mit einer legendären. Ich meine, wenn du die Spots mal draußen hast, wo du am besten stehst. Oh mein Gott. Wo du am besten stehst, dass dich nicht alle direkt auf dich schießen, weil dann bist du ziemlich schnell tot. Der Damage ist da wirklich ziemlich krass, den die Dinger machen. Aber wenn du einigermaßen weißt, wo stehen, dann ist es nicht ein großer Unterschied, wie ich finde. Das Einzige, was differieren kann auf schwer, ist, dass du nicht immer dieselben NPCs hast. Also schon immer die Black Turks hier, aber nicht immer dieselbe Gattung. Es sind nicht immer am selben Ort Healer, sind nicht immer am selben Ort die komischen Hunde. Das kommt etwas drauf an. Aber sonst, prinzipiell finde ich, ist es nicht mehr so ein Riesenunterschied. So, get the Special Ammo. Kommen lassen, genau. Musst du einfach irgendwo einen guten Spot finden und dann pushen die meistens ziemlich fix. Das Problem ist dann nur, wenn alle zusammen pushen, aber sonst geht das eigentlich ziemlich gut. Ne, prinzipiell ist es natürlich cool, wieder mal was Neues zu spielen. Absolut. Das finde ich wirklich cool. Aber so von den Spezialisierungen, abgesehen vom Demolitionist mit dem Grenade Launcher, bin ich doch nicht, ja, finde die anderen jetzt nicht super stark. Ehrlich gesagt zu schwach im Moment. Ich persönlich. Und eben dann lieber Challenge, dass die halt extrem hart schießen und treffen, finde ich schon gut. Aber dann sollten sie auch in nützlicher Frist zu killen sein.
wieder so ein dummer Healer. Und die Healer sind noch nerviger als zuvor. Weil sie jetzt doch NPCs wiederbeleben können, die schon gestorben sind. Agent requesting backup. I'm getting chewed up. Das geht nicht mehr, hä? Aber dass du immer direkt drin bist, das nervt so tierisch. Dass du immer in Scope bist. Das finde ich nervig. Weil du siehst den Aim-Spot. Ohne Aim kriegst du einen anderen Winkel wie mit. Finde ich ja nicht schlecht. Aber eben, dann will ich es mir selber aussuchen können. Nicht immer automatisch im Scope sein, wenn ich das nicht will. So, next one. Holen wir schnell die Ammo und all den Loot. Und Munition ist teilweise schon ziemlich knapp, finde ich. Hier sind wir sogar voll mit Spezialammo. Wow, habe ich da wieder was verpasst in dem Fall? Wieder so ein Köter. Nein. Und das nervt. Dass du immer in Scope bist. Das nervt. Ja, schluck eine Menge, aber eben das mit dem Scopen, das nervt mich wirklich tierisch. Dass du, wenn du die Sniper hast und das 12-fach Scope drauf, dass wenn du reingehst, dass du immer automatisch drin bist. Das nervt mich wirklich so abartig. So ein Nachteil. Aber vom Prinzip her schaue ich jetzt mal... Kopfschussschaden. Stabi, Reichweite. Geht das da immer noch? Nee, okay. So tausendmal besser. Wirklich tausendmal besser. Mein Division ist ja sowieso nicht ein Spiel, das du über große Distanzen spielst oder schießen kannst. Aber du kannst nicht mehr so aufs Scopen. Okay. Das ist schade. Get back!
don't have them. Picky, picky. That's fucking it. Aber so tausendmal besser, wenn du jetzt noch durchscopen könntest, wenn du willst. Aber das geht dann halt nur wieder mit dir. Jetzt etwas verschwendet. Aber was war das? ACR? Come on. Hüpf. USC. Nee, danke. Muss nicht sein. Schon gedacht, ich hätte wieder eine Fehlermeldung. That was close. Aber Rasi, wenn du noch da bist, hast du die anderen dann auch schon ausprobiert? Nehme ich mal an. Dann die Geschütze 2.0. System restored. Wie die Armbuster auch, die finde ich ehrlich gesagt auch extrem schwach. Wie wenig Damage das die macht. Zurück. System reactivated. What? Sollte theoretisch eine zweite Welle kommen, normalerweise. System restored. Agent in need of backup. Help!
Genau, du weißt natürlich vorher, dass ich hier hochrenne. Na, da setzen wir doch wieder mal unsere Sniper ein. Come on, boy boy. Picky picky. Schönen Pflanzen kaputt schießen, Kleiner. Sending in drone. Ist da noch einer? Das ist die zweite Mistdrohne. Hier. What? Goldies doch noch ziemlich schön Damage machen. Ja, komm hoch. Guter Junge. Einer mit seinen Drohnen. Ist das noch ein Medic oder was? War er, ja. So, dann noch zum Big Boss. Heißt man die mal wieder entsprechend willkommen? Ja, den Midi zu kriegen wäre natürlich noch besser gewesen am Anfang, aber... Wie gesagt, sind halt immer andere, die da runterkommen oder generell in der ganzen Mission. What? Das irritiert mich jetzt. Geht das down? Ich dachte, er rennt schneller. Mann, Junge. Falsch antizipiert. Come on, boy. Ah, er wird dann bald mal von rechts pushen, von links pushen, meine ich. Mann. Serious trauma detected. Yes,
there are the Seekers, so they are pretty good. Especially in PvE if they rush you. Then you get some time to... What is one in here? Okay, funny. Oh, this is not my drone. I saw this is my drone. That's not my drone. Done for. Hört mal auf mit euren Drohnen. Immediate medical assistance needed. Hold up! I'm reloading! Ist der Boss schon da eigentlich? Boom. Aber was ich auch cool finde, dass eigentlich die Gadgets auch defekt sind, wenn die Erfinder oder Ersteller weg sind. Heißt, vorhin war es ja immer so, dass wenn einer ein Geschütz gestellt hat, Mechaniker, du hattest noch vier andere, dann blieb das Geschütz immer da, bis alle Mechaniker weg waren. Beides mal Kopfschussrot. I don't have a visual. Wo ist der hin? Serious trauma detected. Das war jetzt das unnötig. Okay. Need you or not? Incoming backup request. Zauge die was, die Knijona. Sturmgewehrschaden, Schutzverliete, Rüstungsregeneration. Ja. 20% Rüstungsregeneration, aber dafür kein Schaden gegen Elite. Spielt wahrscheinlich nicht mehr so eine Rolle. So, denke ich doch mal. Agent requesting backup. Ich teste noch ganz gut.